Ladengebäude schon in Vollbrand und das Feuer drohte aufs Wohnhaus überzugreifen, konnte aber jetzt durch massiven Atemschutzeinsatz verhindert werden. Waren Personen in der Zeit des Brandes im Haus? Es waren noch Personen im Haus, die versucht haben, noch Tiere und etliche zu retten. Die wurden aber von uns dann sofort ins Freie. Das landwirtschaftliche Anwesen hat ja ziemlich viele Tiere untergebracht. Welche Zahl ungefähr sprechen wir? Also ca. 80 Rinder wurden von uns gerettet aus dem stark verrauchten Stall unter Atemschutz. Ein Tier ist wahrscheinlich verendet durch den Rauch. Gerade hier auf dem Land ist man ja oft bei der Wasserversorgung oft mangelhaft. Wie war es hier? Haben Sie schlecht gefunden? Ja, wir haben hier das Glück, dass wir unten an der B12 eine Hauptleitung haben, dass wir ziemlich starke Wasserversorgung hier haben. Bei wie vielen Feuerwehren waren wir hier im Einsatz? Wie Mann ungefähr? Also ca. 10 Feuerwehren, ich schätze 150 Mann. Gibt es von Seiten von der Bevölkerung, besser gesagt Bewohner oder von der Feuerwehr, irgendwelche Verletzte? Also 4 Personen von den Anwohnern haben leichte Rauchvergiftung, was bis jetzt mein Kenntnis stand. Wie wird es denn weitergehen? Ja, wir werden jetzt noch komplett ablöschen, im Wohnhaus kontrollieren, immer wieder ablöschen und dann werden wir mit einem Bagger das Heu abräumen und sämtliche Knochenreste ablöschen.